Hallo, hier ist Ronja und wir spielen mal wieder Scribble.io mit dem Flo und dem Tops. Scribble.io. Und, Kirbel. Tops ist direkt, es fängt mit einem Klassiker an, ja? Tops, mal was Schönes. Tops, was ist so, das? Alter, was ist das? Das ist so ein kleines Männchen hier, das hat hier so ein... Ja, okay, gerade das ist von Toy Story, das Alien. Nein. Das ist das, was man findet, wenn man in Area 51 reinstürmt. Wollte ich auch gerade sagen. Nein, hört mir zu. Das ist ein Alien verkleidet als Koch. Nee, der hat sehr schlechte Grammatikprobleme, der Kleine. Und der hilft so einem Dingensens, so einem Dude, so einem fremden Kind so. Das ist ein Laserschwert. Oh mein Gott! Ja. Aber warum zwei Wörter? Das ist jetzt nicht der Charakter, sondern der Film, wo er drin ist. Ach so! Oh, wow, wirklich? Ja. Du hättest doch einfach zwei Leute mit Laserschwerten malen können. Also. Junge, wie macht der eine Ferse? Oh, gelb, okay. Tops. Bist du aber auch ein Fuchs manchmal? Ich weiß schon. Ich würde ja Volleyball sagen, aber dafür ist das Wort zu kurz. Was ist denn das? Abgetrennter Bereich. Es kommt drauf an, was ist. Das ist, Tunnel. 51. Area 52 Tops. Ja. Ja, das ist ein schöner Tunnel, und? Ja. B. Oh komm schon, ist nicht so schwer. Bereich. Nein. Oh! Was ist das? Nee, kein Bunker. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Dort, wo man sich sammelt und die Pläne macht. Wir haben noch 20 Sekunden. Was? Oh, Tops, nein! Nein, Tops, nein, tu das nicht. Tops, nein. Tops. Ronja, siehst du nicht den Ackerland da? Oh! Ich bin Idiot. Nice. Hä, aber was soll das für eine Flagge sein? Amerika? Ich weiß nicht. Mit Blau? Ich eine Flagge halt. Gott. Okay, wir versuchen das. Klick einen Daumen runter, ist kein Auspuff. Alter, das ist viel zu lang. Also. Passt auf. Wir machen erstmal. Es wird schön werden, okay? Glaubt mir. So, wir fangen an, ja? Mit einem Stängel. So. Dann ist da vorne dran so ein. Hä? So. Bluttropfen. Die Blume blutet. Nein. Doch. Nein. Tut sie nicht. Oh, wir brauchen irgendeinen Hintergrund. Nein! So. Nee, das ist kein schöner Hintergrund. Ah, nein, das ist auch kein schöner Hintergrund. Oh nein, jetzt der Strich weg! Okay, ist egal. Wir machen einen neuen Strich. So. Dann hat den Tops gemacht. So, dann machen wir noch ein Blatt hin zur Deko. Und jetzt, pass auf, deswegen brauchten wir nämlich einen Hintergrund. Die so. Wie ist denn der Fachbegriff von dem? Tops, du bist. Hätte ich nicht gedacht, dass du das. Dass du das raus. Nee, dass du das. Hätte ich nicht gedacht. Wer ist denn der Fachbegriff von dem? Ah, ja. Ah, nein, nicht schon wieder. Ich mal jetzt drüber. Ist nicht schlimm. Ist nicht die Vogelscheuche? Ich weiß, was es ist, aber ich wusste das genaue Wort nicht. Nicht das Ackerland, Flo, das war Ackerland. Siehst du, guck, das ist der Traktor, den ich gerade male. Das steht für Auspuff, Flo. Was mit meinem Auspuff zu tun hat. Ich wusste es. Auspuff. Tops setzt sich an die Spitze hier, ne? Das Tops, benutzt nicht. Andere Farben außer Schwarz? Ja, erste Runde ja auch schon, da ging es ja los mit dem Grün. Warte, Tops, was ist los? Er hat direkt wieder gewechselt, ne? Ist er nicht gewechselt? Was ist denn da? Tops, das ist ein Haufen. Also, das sorry, ist kein Haufen. Nein. Das ist. Alter, wirklich? Ja. Ding. Ich find's schön, dass Tops wieder auf sein Level zurückgekommen Alter, ist. Okay. Oh, ist schon wieder ein langes Wort. Ich fange wieder mit dem Dings an, mit dem Drumrum. Mhm. Das ist immer schön, wenn du so ein kleines Bild malst. Oh, wieder ein Strand, ha? Klassiker. Das ist kein Sonnenschirm. Nö. Das, was, ich hab's noch nicht gemalt, das, was echt wichtig ist. Okay. Also, ein Badeurlauber. Nein. Okay, der Typ hat Sonnenbrand. Nö, hat er nicht, das ist ganz normal. Ach so. Okay. Das und der hat strengt geschrieben, Tops. Ja, du strengst auch. Der hat einen Korb. Oh mein Gott. Hä? Ja, was soll das sein? Was soll das sein? Guck mal, er ist ganz glücklich. Oh.
Es wäre nur noch besser gewesen, wenn es Tops gewesen wäre, den du gemalt hast. Was ist? Er ist wirklich schön gezeichnet, Flo. Was soll das denn sein? Ich finde, das macht's erkennbarer, auf jeden Fall. Hä? Strandkorb, hä? Das ist ein Strandkorb. Das ist ein Korb. Die Alternative wäre Vorstellungskraft. Okay, liebe Freunde der Nacht, macht euch auf was gefasst, okay? Ich bin ein guter Zeichner. Also. Hey, ist es ein Tier? Ja. Oder ist es ein Pokémon? Es ist ein Tier. Oder ist es ein Mann mit dicken Armen? Biest. Ich muss das mal überlegen. Ein bisschen zu weit unten angefangen, hatte ich nicht mehr so viel Platz für den Körper, leider. Ja, Ronja, du hättest eine Gabel zumachen müssen. Oh ja. Ich hätte noch einen Teller gemalt, Gabel. Oh, was Kurzes. Okay, Tops. So, ja, das ist nicht ganz einfach. Das ist wirklich einfach. Okay. Kasten. Es ist kein Kasten. Es ist ein Buch. Hä? Ist schwer zu erkennen, muss ich sagen. Da kann man was reinstellen. Das ist so, wo man Sachen reinstellen kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Buch. Tops perspektivisches Zeichnen, weißt du? Du kannst auch einfach eine Wand und dann kannst du so ein bisschen 3D malen. Wäre das nicht was? Du willst immer die okay, Draufsicht. Jetzt kommt, auf geht's, warte. Alles so, klar. Jetzt kommt Ross vorne mit Bob, auf geht's. So, wir machen ein, okay, warte, wie mache ich es am besten? Tops gibt doch nicht immer einen Daumen runter. Guck mal, er hat schon mal Hintergrund gemacht, finde ich gut. Ich okay. Glaube auf meinen Charakter. Der sagt schon nein. Ich hab ja nur ein Auge. Stimmt. Der sagt so einfach nee. Das ist ein Turm. Okay. Dann gibt's hier einen Typen. Achso, einen Typen. Ach, das ist. Ach, Tops ist es! Nö, das ist ausnahmsweise nicht Tops. Oh, schade. Wie hast du das erraten? Junge, Tops, wie? Tops ist so ein Hacker, man. Warte. Ich mach trotzdem weiter. Ich will okay, das hier. Ja, ich find das schön, wenn du weitermachst. So, warte, ich muss nämlich noch erraten. Okay. Tops, wie zur Hölle? Also, ja, wie nein, zur Hölle hast du das erraten? Ich glaube, es noch nicht gemalt. Ich weiß nicht, Freunde. Es ist einfach, ich handle impulsiv. Und deswegen kurz. Okay. So ziehe ich da einfach die Wörter und das ist richtig. Also super. Tops hat geübt. Tops ist, Tops hat gegrindet, während wir nicht aufgenommen haben. Stunde für Stunde. Guck, man kann zum Beispiel, jetzt nimmt man mal, sagen wir mal, hier so ein Gerät. So, hier. Und dann kann man da vielleicht zum Beispiel mal... Ja, Flo, es ist ein Zauberstab. Weißt du, was Daumen runter? Ich verstehe es nicht. Zum Beispiel mal was schreiben. Ah. So, ja, machen hier. Ich find's schön, wie Tops die erste halbe Minute immer einfach nichts macht. Nee, lass mich, ich muss mich erstmal geistig sammeln. Ja, ja, nein, sicherlich. So, und der ist hier. Der ist glücklich, ja? Der hüpft. Der glücklich und ja, der. Und der möchte irgendwo hin. Das, was er gerade macht. Er will zu einem Ort hin. Was? Es gibt dann du etwas. Du nimmst doch die absolut dümmsten Wörter überhaupt. Dann gibt es auch Leute, die. Dumpf sind die stumpfen, richtig stumpfen Wörter. Die sind schneller unterwegs, das ist dann die schnellere Form. Das nennt man dann Laufen. Aber boah, davor der gibt's Acker, die Form. Der Acker sieht richtig schön aus, Tumpf. Ja. Alter, was denn? Man errät wenigstens mal. Zeitig. Okay. Und ich. Okay, warte. Das ist aber definitiv ein Ausfallfenster. Hallo, ich hab keine Ahnung. Das ist nie der Auspuff. Daumen runter. Weißt du was, Tops, da bin ich mal dabei. Daumen runter. Das ist kein Auspuff. Wolke. Okay, das ist. Ist es im Wasser oder im Himmel? Das ist im Wasser, oder? Das ist so eine Art Tintenfisch. Boah, das sieht so gruselig aus. Das ist. Das ist eine Unterwasserkuh. Mama, ich hab Angst. Hä?
Was soll das sein, Alter? Warum ist das eine blaue? Das sieht so aus, als ob sie sagt: Bitte töte mich! Oder ich töte. Jetzt hat das auch noch blonde Haare? Was ist das, Flo? Wie, Tops? Wie? Tops kennt die Person. Ja. Nee. Hä, aber Seku war falsch. Wow. Aber Seku ist close. Ach so. Pudding. Uffi. Okay. Also, was ist denn Steinbock? Wie soll man das denn malen? Mein Bruder ist Steinbock. Sternzeichen. Das ist schön, aber versuch das mal zu. Ein Steinbock ist wie so eine Bergziege, das ist super easy euch. Ja, irgendwann. Irgendwann, ja. Also die Oberkörper von Menschen. Warum? Das sieht aus wie so Bowling-Dinger. Bowling. Ja. Nein, das sind die Oberkörper von den Menschen, okay? Warte, wir machen hier noch eine Linie durch, dann kann man das vielleicht besser erkennen. So. Ist ja aber auch eigentlich. Ja, so. Brauchen wir nicht. Und jetzt, zum Beispiel hier, ist zum Beispiel mal was so. Und der nächste hat dann vielleicht, sagen wir mal, sowas. Hä? Und der dritte hat dann vielleicht, sagen wir mal, Flo. Okay, ich dachte schon. Was denn? Das ist der Hackerman. Oh, Tom, siehst du nicht den Acker? Ja, der braune Acker. Hier, der eine ist gelb Acker und der andere ist roter Acker. Tops, was ist der Unterschied zwischen diesen Personen? Da wachsen Personen? Andere Dinge auf den Äckern, Tops. Ah. Bei einem wachsen zum Beispiel Bananen. Oh, du kannst das nicht. Da wachsen Bananen. Klassischer Bananenacker. Wenn das irgendwann als Wort kommt, Mann, da bin ich ganz vorne mit dabei. So, jetzt wird's schwierig für euch. Ah. Nein! Ich hätte jetzt gesagt, so eine Bischofsmütze. Pfff, Tops ist viel zu easy. Mann! Alter, Flo sagt die ganzen Punkte ein. Haben die das Punktesystem geändert? Du hast gerade 300 gekriegt. Das ist schwer. Okay. Das ist 4 Buchstaben. Oh, wie mache ich es am besten? Es ist kein Sand. der klassische Prozess der Dinge. Auspuff. Daumen runter. Ja. Ich versuch's gut zu machen. Okay. Es soll so 3D-mäßig sein. Gelingt dir nicht, sorry. Oh, warte, vielleicht. Boom! Ja. Okay, danke. Das ist nicht einfach. Ja, yeah, okay, das gebe ich zu. Okay. So. Was ist das? Nice! Ich applaudiere. Was ist das? Flo, siehst du nicht den Acker? Ja, siehst du nicht da, genau. Guck mal, zum Beispiel das 1 hier. 1 plus 1 ist gleich 5. Ja, da würde man dann vielleicht mal sowas sagen von wegen ja. Aber es ist das hier gesucht, ja? Ach lol. Hä? Flo, Acker! Hä? Boah, das Wort ist Bestäubung. Die Bienen bestäuben die Blumen, Flo. Ja, ich hab gewonnen. Oh mein Gott, okay, weißt du was? Ich bin ein Meister in diesem Spiel. Du hast wirklich alles echt schnell erraten. Ich hab 4 Stunden Schlaf. Okay, gut, das war's für diese Folge Scribble. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und ja. Denkt an immer den Acker, ne? Immer den Acker. Tops stinkt sehr stark. Und denkt an die 3-Felder-Wirtschaft, die ist ganz wichtig für unser Land. Macht's gut. Was ist denn die 3-Felder-Wirtschaft? Soll ich dir das erklären? Ja, bitte. Können wir das später. Macht's gut, ciao. Ja.